Hallo und herzlich willkommen in Melas Strickstube. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ich einen Möbius-Loop stricke. Und zwar einen recht einfachen Möbius, der dann auch für Anfänger geeignet ist zum Nachstricken. Und ich werde das auch ganz langsam und ausführlich zeigen, was ich wie mache. Ich werde diesen Möbius stricken mit Wolle von Langjans von Wool Addicts und zwar mit der Earth. Das ist eine recht dicke Wolle, kuschelig, besteht zu 50% aus Alpaka, dann etwas Polyacryl und Wolle und sie ist empfohlen zu stricken mit Nadelstärke 5,5 bis 6. Und ich werde diesen Loop, diesen Möbius stricken mit Nadelstärke 5,0. Und mir wurde diese Wolle von der Firma Langjans für dieses Video freundlicherweise zur Verfügung gestellt. So, um jetzt zu wissen, mit wie viel Maschen ich beginne, wie viele Maschen ich für den Anfang anschlagen muss, muss ich eine kleine Berechnung anstellen. Und zwar müsst ihr dafür eine Maschenprobe gemacht haben. Im besten Fall auch eine gewaschene Maschenprobe, also dass ihr sie so wascht, wie ihr das dann mit dem Teil auch machen würdet. Per Hand oder im Wollwaschgang in der Maschine müsst ihr einfach schauen, wie ihr das macht, auch wie die Empfehlung dann für die Wolle ist, mit der ihr arbeitet. Und bei mir ergab meine Maschenprobe, dass ich auf 10 cm 12 Maschen benötige. Also wenn ich 12 Maschen gestrickt habe, sind das dann 10 cm. Und dann ist diese Rechnung, ich möchte den Möbius stricken mit 50 cm Umfang rum zu. Dann muss ich jetzt ausrechnen, wie viele Maschen ich auf 50 cm benötige. Also 12 Maschen auf 10 cm, das heißt 1,2 Maschen auf 1 cm. Und dann nehme ich diese 1,2 Maschen mal der Anzahl der Zentimeter, die ich haben möchte. Bei mir sind das jetzt auch zum einfachen Zeigen 50 cm. Wenn ihr den Möbius, keine Ahnung, 48 cm haben möchtet oder 60 cm, dann müsst ihr das damit multiplizieren. Also 1,2 mal 60 dann zum Beispiel. So, und bei mir ergibt 1,2 mal 50, die ich hier haben möchte für meinen kompletten Umfang, 60, also 60 Maschen. Das heißt, ich werde jetzt 60 Maschen anschlagen. Gut, bevor es losgeht, möchte ich aber noch kurz sagen, was ihr braucht. Und zwar wäre es gut, wenn ihr einen Rundenzähler habt. Ihr könnt euch das natürlich auch immer auf einem Zettel notieren, aber so ein Teil ist doch recht praktisch. Kann man die Runden einfach zählen, also ein Rundenzähler, ein Maßband. Dann solltet ihr einen Markierer haben, der dann immer anzeigt, wann die neue Runde beginnt. Dazu könnt ihr euch auch einfach aus einem Stück Wolle eine kleine Schlaufe machen. Das geht auch. Dann braucht ihr noch eine Schere. Ja, und ich werde anfangen mit einer recht kurzen Rundstricknadel. Die ist insgesamt ca. 40 cm. Damit werde ich jetzt beginnen. Gut, dann geht's jetzt also los. Und zwar mache ich mir zu Beginn erstmal eine Schlaufe. So. Die Nadel dann durch die Schlaufe.
Und jetzt schlage ich 60 Maschen an. So. 60 Maschen anschlagen. Und wenn ich das gemacht habe, melde ich mich gleich wieder. Gut, jetzt habe ich also meine 60 Maschen hier angeschlagen. Und jetzt gehe ich erstmal hin und drehe die Arbeit so, dass von allen Maschen der Maschenboden nach innen zeigt. So, muss ich mal schauen. Ja, so sieht das ganz gut aus. Ich glaube, das kann man auch ganz gut erkennen. Also von allen Maschen zeigt jetzt der Maschenboden nach innen. So, jetzt möchte ich einen Möbius stricken und mache es mir ziemlich einfach. Das ist jetzt nicht die feine, in Anführungszeichen, englische Art, aber es funktioniert. Und zwar drehe ich jetzt diese Maschen hier einmal um. Ich drehe diese Maschen einmal um. So. Das war's. Ich mache das nochmal. Also so sieht es aus, wenn von allen Maschen der Maschenboden nach innen zeigt. Und jetzt hier auf der linken Nadel drehe ich die Maschen einmal um sich selbst, quasi um die Nadel rum. So, das war das ganze Geheimnis. Und jetzt setze ich mir hier meinen Markierer, der mir die Runde anzeigt, den runden Beginn. Und jetzt fängt die erste Runde an. Und in der ersten Runde stricke ich alle Maschen rechts. In der ersten Runde alle Maschen rechts. Und jetzt müsst ihr nur gucken, dass ihr immer die Maschen hier, wo an dem Stück, wo ihr arbeitet, dass die immer richtig rumgedreht sind. Also, dass diese Maschen hier, dass davon der Maschenboden immer nach innen zeigt. Das heißt, ihr könnt das dann immer ein Stückchen weiter drehen. So. Und habt hier jetzt wieder die Maschen mit dem Maschenboden nach innen. Ich stricke das jetzt mal ein Stückchen, bis ich dann da wieder zu dieser gedrehten Stelle in Anführungszeichen komme. Oh, die erste Runde ist immer ein bisschen schwierig, weil die Maschen noch nicht so locker sind. Das wird dann von Runde zu Runde geht das besser. So, ihr müsst, wie gesagt, immer gucken, dass die Maschen, mit denen ihr hier strickt, dass die immer richtig rumgedreht sind. Und das heißt, hier seht ihr wieder, hier war diese Stelle, an der gedreht wurde. Dann dreht ihr das hier einfach ein Stückchen weiter und könnt jetzt hier erstmal wieder normal weiter stricken, in Anführungszeichen. Und das mache ich jetzt die ganze erste Runde so. Also immer ein Stückchen stricken. So. Und dann hier, naja, das ist noch ein bisschen weit, dann immer so drehen, dass diese Maschen, die gestrickt werden, richtig rum auf der Nadel liegen.
So, ich bin hier jetzt gleich am Ende der ersten Runde und möchte euch das hier nochmal genau zeigen. Also hier sind alle Maschen richtig. Hier fing ja die Runde an. Und hier ist diese gedrehte Stelle. Ja. So, und das drehe ich jetzt auch weiter hier über den Markierer. Immer ein Stückchen weiter hier unten drehen, damit ihr hier immer normal die Maschen abstricken könnt. Und dann fängt jetzt gleich die zweite Runde an. Bin ich gleich hier beim Markierer. So, das ist die letzte Masche der ersten Runde. Dann den Markierer rüberheben. So, die zweite Runde fängt jetzt an. Und in der zweiten Runde stricke ich jetzt alle Maschen. Moment, muss mir den Faden holen. Alle Maschen links. Also in der ersten Runde alle Maschen rechts. In der zweiten Runde jetzt alle Maschen links. Und ihr seht, wenn ich das immer so weitermache, dass ich die Maschen auf der Nadel immer ein Stückchen vorher umdrehe, dann ja, merke ich das überhaupt nicht, dass da überhaupt eine Drehung irgendwo drin ist und kann das Ganze einfach durchstricken. So, jetzt in der zweiten Runde, also alle Maschen links. Moment, wieder den Faden und immer wieder gucken, dass die Maschen auf der Nadel, mit der ihr arbeitet, richtig rum auf der Nadel liegen. So, hier bin ich jetzt gleich am Ende der zweiten Runde angelangt und ich habe mir die ganze Arbeit jetzt auf eine etwas längere Rundstricknadel gehoben. Also ihr könnt mal gucken, entweder dass ihr es mit der neuen Nadel dann rüberstrickt oder einfach die Maschen nur auf eine größere Nadel hebt. Diese Rundstricknadel ist jetzt so circa 55 cm insgesamt lang und damit kann ich hier schon ein bisschen besser arbeiten, ist alles nicht mehr so eng. Und hier seht ihr immer diese gedrehte Stelle, die ich einfach ein Stück weiter drehe, so, und so bemerke ich das gar nicht. Gut, das ist die letzte Masche der zweiten Runde. Den Markierer wieder rüber. Jetzt fängt die dritte Runde an und in der dritten Runde stricke ich wieder alle Maschen rechts. Direkt hinter dem Markierer dann anfangen. Die dritte Runde, jetzt wieder alle Maschen rechts. So, hier bin ich jetzt am Ende der dritten Runde. Hier drehe ich erstmal wieder ein Stückchen weiter. Ups, na komm her. Am Ende der dritten Runde, das sind die letzten beiden Maschen der dritten Runde. Den Markierer wieder rüber. Jetzt fängt die vierte Runde an. Und in der vierten Runde stricke ich wieder alle Maschen links. In der vierten Runde wieder alle Maschen links stricken.
Gut, dann bin ich jetzt hier am Ende der vierten Runde angelangt. Das sind die letzten Maschen der vierten Runde. Linke Maschen, den Markierer rüber. Dann kommt jetzt die fünfte Runde. Und da wird wieder alles rechts gestrickt. Und so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Eine Runde rechts und die nächste Runde links. Eine Runde rechts und die nächste Runde links. Immer nur schauen, dass er die Stelle hier, wo gedreht wurde, ein bisschen weiter dreht, damit hier schön weiter glatt gearbeitet werden kann. So, ich habe jetzt ein ganzes Stückchen hier gestrickt. Ich habe die 46. Reihe hier gleich beendet und mein Loop hier hat jetzt so gut 20 cm und mir reicht das jetzt. Ihr könnt das natürlich so hoch stricken, wie ihr möchtet. Aber ihr merkt ja auch, oder wenn ihr das strickt, merkt ihr, die große Herausforderung jetzt oder die meiste Arbeit fast ist immer das Drehen der Arbeit. Gut, also ich werde jetzt hier zum Ende kommen. Und zwar sind das jetzt noch hier die letzten Maschen in meiner 46. Runde. Dann hole ich den Markierer jetzt weg und jetzt werde ich alle Maschen abketten. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich stricke dazu, Moment, bin ich so hier, ja. Ich stricke dazu eine rechte Masche, schön locker das Ganze und noch eine rechte Masche. Und jetzt steche ich durch diese beiden Maschen, die ich eben gestrickt habe, durch und stricke beide Maschen zusammen rechts ab. So habe ich eine Masche abgekettet. Jetzt stricke ich die nächste Masche wieder rechts, schön locker, durch beide Maschen wieder durchstechen, den Faden holen und durchziehen. Nochmal die nächste Masche rechts stricken. Jetzt sind hier zwei Maschen auf der Nadel. Durch beide Maschen durchstechen und den Faden ziehen. So nochmal. So und durch beide durch. Und das mache ich jetzt die ganze Runde. So, dann bin ich jetzt hier bei den letzten Maschen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like von euch freuen. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren, das kostet euch nichts und ihr werdet dann immer automatisch informiert, sobald wieder mal ein Video von mir hier auf YouTube hochgeladen wird. So, die letzte Masche. Auch noch genau wie die anderen. So, jetzt ziehe ich die Schlaufe ein bisschen länger und schneide mir den Faden ab. Und jetzt ziehe ich den Faden hier so durch die Schlaufe durch. Gut, jetzt muss er nur noch vernäht werden. Moment, die Nadel mal in Ruhe weg. Ja, und dann ist der Möbius soweit fertig. Gut, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachstrecken, ausprobieren und ja, bis demnächst. Tschüss!